Ja, wir sind jetzt zu unserem zweiten Interviewteil zum Thema Apostel mit Pamela Giel von dem Dienst Kingdom Life Now. Ihr seid ja in Schorndorf, glaube ich, und habt da, ja, was macht ihr da für eine Dienst oder Veranstaltungen? Ja, wir bauen keine Gemeinde dort, das ist mehr ein Zurüstungsort. Ich habe über die Jahre, in den letzten 3 Jahren, viele Apostel und Propheten eingeladen, eine Plattform gegeben, dass das Neue in Deutschland kommt. Mhm. Und durch diese Veranstaltung merken wir, dass Leute kommen weiter. Die Propheten und Apostel öffnen ganz andere Dimensionen, als in eine lokale Gemeinde kann, durch einen pastoralen Dienst. Und ich glaube, Gott will, dass die Leute das erleben. Das war mein Ziel. Ja, du hast gesagt, dass die Apostel unter anderem gekennzeichnet sind davon, dass sie ein größeres Bild haben, dass sie auch über diese lokale Gemeindearbeit, um die sich alles dreht, auch hinausblicken und auch die Leute motivieren, auch über diese Grenze hinüber zu schauen. Wie ist das? Ich denke, noch eine Zeit ist es leicht, es passiert nicht immer natürlich, aber es ist ganz leicht, dass in einer lokalen Gemeinde, es wird immer mehr, es geht um einige Leute in der Gemeinde und nicht das Königreich Gottes. Und eine ganz starke Botschaft von Aposteln ist das Königreich Gottes. Es geht um sein Königreich und seine Herrschaft in der ganzen Welt. Aber die Pastoren haben wirklich dieses Herz von Gott, diese Gabe von Gott, lokalen Gemeinden zu führen. Aber die brauchen diese Ergänzung von Aposteln und Propheten und Lehrern und so weiter. Und wir haben die Gelegenheit, durch diesen Dienst einzuladen, Leute können merken, was für einen Unterschied das macht. Der Apostel Paulus hat so viel von anderen Dimensionen der geistlichen Welt gesprochen, das ist wirklich nicht ein Thema für jeden Pastor zu halten. Und die Aposteln sind schon vorbereitet von Gott und auch von ihrer eigenen Vorbereitung, über diesen Themen zu sprechen. Und die bringen die Gemeinden weiter. Manchmal in einer lokalen Gemeinde, du merkst, es stagniert nach einer Zeit. Es geht mehr und mehr intern über Leute zu befriedigen, Leute zu helfen. Da war kürzlich eine Umfrage in Amerika. Was sehen die Leute als ein Grund für Gemeinden? Und 80% haben gesagt, es ist für Leute zu sorgen, Leute zu helfen. Und wenn man die Bibel liest von Gottes Standpunkt, von Jesus, jetzt hat eine viel größere Rolle. Ja, das ist ja, also Jesus verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Und das sehen wir dann auch im Missionsbefehl. Wir sehen immer wieder die Betonung auf dem Reich Gottes. Das wird ja gar nicht mehr so betont heute. Wir haben so das Evangelium der Gemeinde, die eben dann versorgt. Aber was ist das mit dem Reich Gottes? Ich hatte gelesen, interessant, dass ja Jesus nach seiner Auferstehung sich sehen ließ von seinen Jüngern und er sprach mit ihnen 40 Tage lang über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. 40 Tage. Ich habe mir überlegt, wie lange könnte ich über das Reich Gottes sprechen? 4 Minuten oder könnte ich darüber 10 Minuten reden, aber 40 Tage über die Dinge des Reiches Gottes. Also eine solche Betonung, und das ist wie verschwunden, oder wie siehst du das? Ich denke, es wird wiederkommen durch den apostolischen Dienst. Wenn man anfängt, in der Bibel zu lesen, man merkt auch mit Israel, Gott hat Israel ausgewählt, als eine Leute zu sein, sein Königreich damals zu bringen, bis Jesus gekommen ist. Denn durch Jesus in der Gemeinde, er will das weiterbringen, sein Königreich über die ganze Erde. Und das war ein Thema durch die ganze Bibel. Und jetzt kommen wir in diese Zeit, wir merken in dieser Endzeit, da ist ein Kampf, wer ist Herr? Wer herrscht über die ganze Welt? Und wir haben diese Privileg, diese Erde, in dieser Zeit zu leben, wo das Königreich wird weitergebracht. Viel durch den apostolischen Dienst. Ja, ich danke dir. Das war mal etwas zum Reich Gottes. Ich denke auch, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe gelesen, Matthäus 24, über die Endzeit, dass es dann heißt, das Evangelium des Reiches wird
verkündet werden auf der ganzen Erde. Mhm. Und viele denken, nur ja, dieses Reich ist die Gemeinde. Mhm. Aber ich denke inzwischen, nein, das Reich ist nicht die Gemeinde, es ist Gottes Reich. Und das bauen wir auch nicht, das ist schon gebaut. Aber die Gemeinde soll eigentlich dieses Reich vertreten und demonstrieren und seine Anliegen auf der Erde, auf der Erde darstellen. Ja, wir sprechen gleich noch einmal weiter, eine Runde, über den Dienst der Apostel.